Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Ja geil, ich bin schon wieder in die Stacheln gesprungen, ey. Total behindert. Hi. Also. Also wir gehen erstmal zu Kati hoch, wo auch immer sie jetzt ist. Oh, warte mal, hier unten ist aber noch was. Aber ich brauche Licht. Also ich bezweifle, dass wir, also den Stein, den ich hier gerade versuche abzubauen, der lässt sich nicht wirklich abbauen. Da kann ich gerade Stunden dran hämmern. Also hier ist Kupfer. Kupfer, ganz ehrlich. Ich komme. Ich sammle Kupfer jetzt nicht mehr ein. Huch. Soll ich runterkommen oder willst du zu mir kommen? Nee, ich komme zu dir hoch. Okay. Ja, weil da ist ein Wasserplanet und alles. Ich glaube, da ist mehr los als hier. Weil im Stachelplanet war leider irgendwie keine Truhe. So. Boah, jetzt muss ich hier. Ach Gott. Ach, da bist du ja. Hallo. So. Bärchen, ich bin hier. Ja. Bärchen 1 und Bärchen 2. Also ich denke, hier kommen wir nicht weiter. Nee, hier kommen wir noch nicht durch. Ach, der stimmt, der ist im Wasserplanet. Wo ist denn die Truhe? Sieht man die? Nee, leider nicht. Ist das denn eine Truhe? Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch eine Truhe ist, oder? In einem Wasserplaneten. Oder der wurde von einem anderen Planeten gesprengt. Das dein Hammer liegt da unten. Den hast du weggeschmissen. Ups. Warte, du säufst doch ab, wenn du da jetzt reingehst. Aber doch nicht. Aber doch nur kurz, oder? Also, wenn ich kurz reingehe. Ja, aber guck mal, wie viele Zombies und so da unten sind. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen unvorteilhaft. Aber ich habe mich schon gewundert, wo mein Hammer ist. Wow. Der gute Dreizack. Ich kann nicht nach unten stechen. Boah. Shit, ey. Hab meinen Hammer wieder. Gott, wir können gehen. Okay. So, und jetzt? Spring! Erstmal wieder zumachen. Also theoretisch, ja, dann mach mal eben kurz zu. Warte mal, ich könnte theoretisch hier auch noch. Moment. Was denn? Warte mal, ich könnte hier unten auch noch das Wasser ablassen. Okay. Hier habe ich mich ja auch lang gegraben. Da bringt, glaube ich, auch nicht so viel, oder? Keine Ahnung. Ach, hier ist alles überflutet. Ja, deswegen sehen wir gerade nicht wirklich viel. So. Jetzt sehen wir was. Oh ja, da unten ist richtig viel Wasser. Warst du da? Nee, hier habe ich überflutet halt. Das ist hier unten. Da war halt nichts. Da war halt nur der Zugang zum Wasserplaneten jetzt. Da kommen Zombies. Na, ich seh's. Na, dann bauen wir ab. Ja, ich weiß. Ich weiß. So. Es steigt und steigt. Ah, ich werde sterben. Boah. Oh Gott. Hm. Oh Gott. Ich glaube, das bringt ehrlich gesagt nicht so viel. Ey, der Planet ist so groß. Ja. Erscheint mir auch nicht. Ja, sonst lass uns erstmal an die Oberfläche hiervon, oder? Dann können wir vielleicht oben rum. Ja. Ich meine, hier haben wir immerhin jetzt einiges an Eisen gefunden. So. Lava haben wir hier auch schon mal, falls man irgendwann mal Lava braucht. Ja, genau. Kann man immer gebrauchen. Ich weiß nicht genau, wofür noch. Warte mal. So, spring. Oh nein. Spring, dünk. Wie können wir jetzt hier hocharbeiten, ey? Ach genau, stimmt, da war ja das Ding. Nein, die Wichser. Warte mal, ich mach mal erstmal Licht hier hin. So. Vorsicht. Oh, nimm die 13, geht doch. Okay, warte. Okay. Okay, wir sind draußen. Wuhu, da ist ein Stern. So, jetzt müssen wir eigentlich auf diesen... Ah, guck mal, hier ist gleich der nächste Planet. Was ist denn das für einer? Ist auch schon wieder so ein Kack-Erdplanet, ne? Ja. Die sind scheiße. Nee, das sind doch Clayblocks. Was, ist das ein reiner Lehmplanet oder was? Scheint so. Das wäre übertrieben. Ich halte ja mal die Viecher ein bisschen vom Hals. Ja, ja, ich baue mal hier eben... Und guck, wo ich rauskomme. Ja, hier müssten wir auf jeden Fall dann erstmal wieder versuchen, in die Mitte zu kommen. Vielleicht gibt es hier immerhin mal wieder eine Truhe für uns. Das ist aber wenig Truhen, oder? Oder wir sind einfach nur zu blöd. Ja, oder wir haben einfach nur Pech. Ich dachte eigentlich, dass in jedem Planeten eine Truhe ist. Habe ich gedacht, aber keine Ahnung. Okay. Scheint ja nicht so zu sein. Ah, cool, ich habe eine Fessel gefunden. Sag mir nichts, aber ich freue mich für dich. Aber bitte nicht mich fesseln. Danke. Nee, die macht dir ein bisschen mehr Verteidigung. Ja. Beziehungsweise, was macht die jetzt?
Hätte ich jetzt auch behauptet. Ein Verteidigung und ein Movement Speed. Ich bin jetzt 1% schneller als du. Wow. Nein. Also, wenn, dann müssten wir jetzt einfach uns bis zur Mitte graben und dann nach oben. Ah, nach oben graben ist immer so kacke, ne? Ja, vor allem, wann ist die Mitte hier? Ich sehe nur schwarz, wenn ich jetzt gerade weiter auf meinem Bildschirm rumgucke. Unter uns ist der Wasserplanet und dieses andere Ding, was wir nicht abbauen können. Oder am einfachsten ist es sonst, wenn wir uns von oben nach unten durchgraben. Ich helfe dir erstmal. Warte mal, ich mache erstmal hier ein bisschen Licht hin. Ne? Ja, können wir hier zur Not irgendwie mit Dreck oder so bauen. Ah, okay. Das ist so ein kleiner Steinplanet. Die haben bisher eigentlich immer irgendwas Tolles drin gehabt. Vorsicht, Zombies von hinten. Ja. Ich kann mich sonst um die Zombies kümmern. Warte mal, ich treffe nämlich mehrere auf einmal. Okay. Das ist eigentlich ganz cool an einem Dreizack. Aber so, die warte mal, hier müsste, da ist noch eine Truhe. Da ist eine Truhe, ja. Okay, mach mal ruhig. Muss man halten, ne? Also muss man auch klicken. Kann man nicht gedrückt halten, oder? Später gibt es manche. Die kannst du dann gedrückt halten. So, was ist hier drin? Hä? Oh. Eine korrupte Statue, eine Ghost-Statue, eine Schleim-Statue, ja, eine Bunny-Statue. Bone sind hier drin, Child-Statue. Hier sind immerhin Rubine. Ich glaube, die sammelst du gerade alle ein. Interessante Sachen drin gewesen oder nichts Brauchbares? Nein, ich glaube ja, jetzt haben wir Kati gerade verloren. Okay Leute, ich würde sagen, wir sehen uns hier gleich an dieser Stelle wieder. So, ich habe mal eben Kati abgeholt und jetzt kann sie ihre Truhe wieder plündern. Hey, Entschuldigung. Kein Ding. So. Irgendwas Tolles drin, oder? Oh, Sunfury ist drin. Oh ja, den musst du auf jeden Fall mitnehmen. Okay, das Problem, warte... Ich habe noch 15 Dreck sonst. Warte, also ich kann auch noch sonst Sachen nehmen. Müsste ich gleich nochmal kurz... Oh, hier kommen jetzt schon lila Slimes an. Die sind böse. Moment. Ey, hier ist Pinky. Yay, Pinky. Wer ist Pinky? Pinky ist so ein pinker Slime. Komm, den killen wir. Okay. Er versucht zu fliehen. Der hat 150 Leben. Ach, der ist ganz selten nämlich. Da ist er. Oh, süß. Auf ihn! Schnapp ihn dir! Oh. Nein! Er flieht! Ey, der ist da im Boden! Boah! Stirb, Pinky! Geil, ey! Vor allem, der macht auch gar keinen Schaden und so, ne? Der macht nur einen Schaden, ey! Ha, jetzt ist er in der Falle! Nee, kacke! Alter! Toll. Ah, der ist aggro gegen uns! Yay! Wir haben Pinky getötet! Wir Monster! Wir sind echt assig! Eglet, das zeichnet uns aus. Oh, 5% Movement Speed ist, ne? Cool. Und so. Ja, nimm auf jeden Fall alles mit, was du tragen kannst. Ich kill in der Zeit immer die ganzen Slimes. Ey, das ist doch nicht normal, wie viele Slimes. Wozu sind denn eigentlich diese Statuen da, wenn man mal fragen darf? Mit manchen Statuen kann man Sachen spawnen. Zum Beispiel mit einer Hasenstatue kannst du ein Häschen spawnen. Ach, wie süß. Also, die sind nicht ganz so wichtig. Nimm erstmal lieber so Waffen und... Okay. Ich meine, zur Not habe ich hier noch Grabsteine im Inventar, die könnte ich wegpacken. Generell ziemlich viel Dirt, aber Dirt kann man ja hier zur Abwechslung mal gebrauchen. Ja, das stimmt. Ansonsten stehst du ja immer da und denkst dir so, was soll ich mit dem ganzen Dreck? Warum habe ich das alles im Inventar? Es ist so sinnlos. So, ey, vor allem die ganzen Rückwände hier alle, ey, nicht schlecht. Kriegst du alles, oder? Also 4 Thorns Potion sind noch drin, ein Waterwalking Potion und eine Bombenstatue, eine Schildstatue und eine Birdstatue. Okay. Sonst geh mal kurz weg, dann hole ich den Rest. Take it. Dawn kriege ich mit, Waterwalking auch. Möchtest du das 5% Movement Speed haben? Nee, behalt ruhig erstmal. Warte mal, ich hau mal unsere Grabsteine weg, die brauchen wir eh nicht. Wir sterben noch oft genug. Schleim. Schleim. Angst vor Schleim. Ne. Glas habe ich hier noch. Komm, Glas brauchen wir auch nicht. Das Barrel. Bam. Ich lasse das Barrel jetzt, obwohl, nee, nehme ich mit. Weil hier sind noch die Rubine drunter. Kannst du die Rubine kurz einsammeln? Ich glaube, du hast die nämlich schon im Inventar. Warte. Ich komme. Liegen da unten drin.
Hui. Und zack. Genau. Ja. So, warte, dann lass uns mal versuchen, jetzt irgendwie hier hochzukommen. Oh, Alter, was geht mit dem, ey? Wie er hier runter? Wow. Ey, Mann. Das war ich diesmal nicht. Nein, überhaupt nicht. So, warte mal. Von hier aus ungefähr, oder? Wir bauen echt die geilsten Treppen. Boing. So. Ey, bei mir war es da gerade voll drin im Matsch. Meinst du, das bringt was? Ja, ich will eigentlich hier nach oben halt auf den Planeten rauf. Weil wir uns dann von oben leichter runtergraben können. In die Mitte. Weißt du? Ja, das stimmt. Boah, der ist aber echt riesig. Okay, spring. Mist, warte. Ja, oder so. Ah, oh, shit, reicht nicht ganz. Okay, jetzt können wir. Ah, siehst du, der ist nämlich echt riesengroß, wenn wir jetzt von oben runtergraben. Ja, das dauert auch 100 Jahre. Und hier kommen wieder Harpien. Oh, Vorsicht. Ey, wir sind hier schon fast im Weltraum. Ich kann schon richtig geil höher springen jetzt. Je höher du kommst, umso höher kannst du auch springen, weil die Schwerelosigkeit einsetzt. Ah, cool. Wie cool. Yeah, oh. Ich bin der erste Mensch im Weltall. Wuhu. So, von hier aus müssten wir uns jetzt runtergraben. Ey, das dauert ja echt ewig. Was habe ich der Schlampe eigentlich getan? Warum attackt die nur mich? Ui. Komm hier rein. Hier ist noch ein kleiner Planet. Ah, okay, dann lass uns den erst gönnen. Grab du mal, ich versuche die Alte hier zu bekriegen. Voll der epische Luftkampf hier, ey. Oh, da kommt noch eine zweite. Sie hassen mich. Soll ich dir helfen? Nee, nee. Soll ich dir helfen? Obwohl, oh, oh Gott, ich bin gleich tot. Ich muss mich verstecken. Versteck dich. Warte, ich hab die eine HP gleich tot. 15 nach. Boah. 7. Warte. So, ich bin jetzt hier gerade kurz mal eingeschlossen. Du kannst sonst auch hier gerne reinkommen, dann können wir uns von hier unten hochgraben. soll ich dieses, was hatte ich da? Irgend so ein Fury. Sun Fury. Mal gucken, was das macht. Ah, der ist sehr stark. Kann ich ihn einsetzen oder ist er verbrauchbar? Okay. Nee, das ist ein Morgenstern. Da ist eine Truhe drin. Eine Truhe. Yay. Die haben wir uns verdient. Und 3 Harpien. Eine Truhe und 3 Harpien. Gib das her. So. Okay. Ja, die Harpien sind aber zu dumm, da hinzukommen scheinbar. Hey! So, sorry. Was soll denn das? Ich wollte auch dahin. Ach, scheiße. Jetzt, warte mal. Machen wir es halt so. So. Okay, Truhe. Oh, oh shit. Gott. Warte, Vorsicht, Harpien-Attacke. Ja, klopp sie. Damit steckst du die im Brand. Das ist echt geil, das Ding. Das gibt sonst in der Hölle zu finden. Okay. Sind fast tot, beide. Ja. Eine 13, andere 33. Das Problem ist, wir sind jetzt eigentlich schon total überladen, weißt du? Und wir suchen jetzt hier noch weiter nach Truhen. Ist ein bisschen Faildorm-mäßig, ja, aber. Hast du mal reingeguckt, was drin ist? Ah. Ja, aber ich habe noch nicht wirklich realisiert. Bottle, Silver Bars und Battle Potions. Ach du heilige Kotnascher. Warte, ich komme. Ah, dim, dim, dim. Alter, die wollen uns richtig auf die Fresse geben. Ja, jetzt siehst du, was du jetzt für ein Damage-Dealer bist, ja, ey. Ja, Mann. Oh Gott, da kommt noch eine. Vorsicht, Vorsicht. Oh. Von der Seite. Oh. Richtig gut ausgewichen, Mann. Ja, ich bin einfach nur gefallen. Vorsicht. Ja. Sterbt. Yay. Yay. Und jetzt du noch. Und du Harpien schlechter. Oh Mann, ey. So sollte. Oh, da kommt noch eine. Ja, ich würde sagen, wir müssen uns erstmal irgendwie wieder ein bisschen leichter machen. Ja. Und dann können wir hier auf jeden Fall wieder hinkommen. Oh, lauf. Die schießen voll hinter uns her, ey. So, jetzt setzt langsam mal wieder die Schwerkraft ein. Oh, dieses Ding ist voll geil. Dieses Sand. Kacke, ich bin runtergefallen. Nimm mein Gold mit. Ich hatte richtig viel Gold. Ich hab Lauf, Gold. Du darfst nicht sterben. Okay. Oder lock dich einfach aus. Oh Gott. Obwohl ich sehe gerade, wir haben eh 15 Minuten voll. Also du musst jetzt eigentlich sonst nicht extra herrennen. Ja, ich habe hier so ein paar. Ach so, Gott sei Dank habe ich hier noch Healing Potions, weil sonst wäre es eklig geworden. Ey, wir sind auch gar nicht in der Party, ist mir gerade mal aufgefallen. Weil wir ja eben gerade neu gemacht hatten. Deswegen konnte ich deine Lebensenergie nicht sehen. Ich habe mich schon gewundert gehabt. Kati ist heil unten angekommen. Yay. Oh, geil.
Oh Mann. Na gut, ich würde sagen, fürs nächste Mal müssen wir auf jeden Fall am besten nochmal eine Bude bauen. Weil ich weiß gerade gar nicht... Ah, da unten ist Madeleine, okay. Dann kriegen wir den Armsdealer eigentlich und den Demoman. Okay. Oh, diese Sunfury ist so geil. Das macht die ja echt mit einem Schlag down. Der ist Hammer. Der ist auch echt stark schon. Haben wir eine gute Waffe gefunden auf jeden Fall. Damit lässt sich was anfangen. Nein. Der eine Ring. Soll ich wieder ins Lager kommen? Ja, du kannst ins Lager kommen, aber du kannst es auch einfach sonst lassen, weil wenn wir jetzt aufhören, dann wärst du eben beim nächsten Mal ins Lager teleportiert. Ja, egal. Ich komme jetzt einfach nochmal rübergerollert. Okay. Was mache ich denn in der Zeit? Packe ich hier nochmal einen Keller rein halt, was soll's. Bau einen Keller. Hui. Und jetzt sterbe ich. Boink. Das ist so cool. Einmal so ein Ding und schon ist so ein kleines Gel-Dingel weg. Also so ein kleiner... Ach nee, ein Keller ist scheiße. Das ist mir gerade mal aufgefallen. Wir haben ja einen Holzboden da extra reingemacht. Du willst unsere schöne Hütte zerstören. Nee, schäme eben nicht. Dich. Deswegen, ja. Schäme dich. So. Ja, aber obendrauf, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber bei den Waffen... Doch, es geht. Was da muss man... Nee, ich hatte, war nur gerade verwirrt, weil vorhin ging das halt nicht, dass ich einmal geklickt habe und dann die ganze Zeit das Schwert so rotiert ist. Aber jetzt geht's gerade. Beim Sunfury, oder? Ja. Ah, okay. Hui. Na, oh, scheiße, die Wand dann, das wollte ich gar nicht. So, ich bin auch wieder da. Okay, warte. Ich habe gerade die Truhe hier total zugemüllt. Ja, ich muss hier eh noch... Ach stimmt, ich habe auch noch so viel Eisen. Okay, also beim nächsten Mal muss ich auf jeden Fall erstmal mein Eisen zusammenpacken. Ach, Obsidian Bricks haben wir auch. Die lasse ich hier direkt drin. Wo haben wir die denn her? Keine Ahnung. Snow Globe haben wir auch noch. Mhm, den aber nicht benutzen. Ruby mache ich hier rein. Ruby mache ich hier unten rein. Okay. Okay. So, dann mache ich hier mal das Iron rein und so. Ja, ist eine gute Idee. Ich werde auch nochmal schnell mein Eisen hier einschmelzen. Ja. Zu Eisenbarren. Ach, Kupfer habe ich auch noch mitgenommen. Siehst du wohl. Hey, 45 Kupfer, ey, da kannst du dich echt schon totschlagen mit jetzt. Wieso hattest du schon 5 Gold? Oder 4? Ich hatte gerade mal 1. Haben wir gefunden. Ich hatte 1. Ich habe auch noch 3, also du hast jetzt die Hälfte gekriegt. Ach so. Was denn? So, ich könnte jetzt eine Eisenrüstung schon herstellen, aber dafür haben wir, glaube ich, 20, 30... Ah, passt sogar. Cool. So. So. Ich pack mal hier unsere Statuen rein. Die brauchen wir ja eh nicht. Hopp. Scheiß Statuen, ey. Warte mal, obwohl die Statuen kannst du auch da hinten reinpacken, weil da haben wir schon was für Statuen gehabt. Ah, okay. Gut, dann packe ich die hinten rein. Jetzt habe ich die... Oh, jetzt habe ich ernsthaft die Dingens abgebaut. Das gibt's doch nicht. Hier habe ich jetzt so die ganzen Bricks reingepackt und Blocks und alles, was man nicht mehr braucht. Wo? Hier in die, wo ich gerade dran stand. Ah ja, okay. Ach, die ganzen, okay. Ja. Clay hast du da auch reingetan, okay. Alles, was es gab. Zack. Hallo, Tür? Ah. 71 Kupferbarren haben wir jetzt noch über, ey. Mhm. Alter, 14 Goldbarren haben wir. Ja, die sind gut. Das reicht, glaube ich, aber noch nicht für eine Spitzhacke, oder? Oh, doch, reicht. Cool, ich baue mir mal so eine Spitzhacke, ja? Okay. Dann können wir immerhin jetzt beim nächsten Mal ein paar bessere Sachen nämlich abbauen. Und du hast ja eine gute Waffe, dann kannst du mir zur Not den Rücken frei halten. Dann grabe ich und du hältst mir den Rücken frei, so wie sich das gehört. Natürlich. Ach ja, genau, du hast mir Iron-Dinger hergestellt. Hast du noch Holz? Obwohl, warte mal, ich nehme einfach diesen Krüppling. Ja, hier. 22 habe ich noch. Der sieht eh scheiße aus. Zack. Weil ohne Holz kann ich mir auch keine Spitzhacke bauen. Armes Ding. So, ich habe auch alles eingepackt. Yay. Yay. Okay, hat zwar keine magischen Eigenschaften, aber damit können wir jetzt immerhin schon mal Meteoritengestein abschürfen. Nein, eine Mülltonne. Was soll ich damit? Keine Ahnung. Sie lag gerade da. Hier, du kannst das haben, wenn du magst. Da. Was denn? Knochen? Ich hab's dir gegeben. Wo sind die denn her? Die habe ich aus der Kiste mitgenommen. Ah, okay. Oh Mann, haben wir schon viel Krams gefunden. Ja. Uiuiui. Ah, schick siehst du aus. Dankeschön. Ich finde mich auch sehr hübsch. Wir brauchen mal wieder Herzen, ne?
Ja, aber du brauchst vor allem welche. Ach, ich habe ja schon 140 live. Du hast ja gerade mal 100. Kann ich mal in die Goldkiste kurz? Ja, natürlich. So. Sauber. Kann ich mir nämlich noch mal ein bisschen... Ach, scheiße. Nee, okay, alles klar. Hat sich erledigt. Ich dachte gerade, die Tränke hier sind Sterne, weil die diese Sternform hatten total. Aber da sind doch Sterne drin. Ja, ich weiß. Ich dachte ja, ich habe welche im Inventar. Dann hätte ich nämlich so ein Mana-Ding bauen können. Aber da sind Sterne drin in der Tristel. Mhm. Brauche ich aber nicht. Okay. Gut. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du mitgemacht hast. Sehr, sehr gerne. Und würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Terraria wieder, wenn ihr mögt. Und ja, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank, dass ich wieder mitmachen durfte. Und ja, abgesehen von ein paar kleinen Aufnahmeschwierigkeiten, war das doch wieder mal ganz, ganz lustig. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Parts und würde einfach mal sagen, tschüss.